Ja, dieses Buch, mein neues Buch über Tesla, sollte nicht erscheinen, wenn es nach der deutschen Autolobby gegangen wäre. Und das zeigt, wie hier in Deutschland immer noch, man muss sagen, gegen den technologischen Fortschritt, gegen die Wissenschaft intrigiert wird. Heute erscheint also Tesla oder wie Elon Musk die Elektromobilität revolutioniert und ich lasse mal wieder Dampf ab. Wir gehen direkt in die Vollen, los geht's. Herzlich willkommen. Wenn ich ein ganz normaler Autor gewesen wäre, dann würde es mein neues Buch nicht oder zumindest so nicht geben, wenn ich jetzt nicht selbst erheblich ins Risiko gegangen wäre, den Druck von 10.000 Büchern, das Lektorat, Gestaltung, Cover, Vertrieb und so weiter finanziert hätte, dann gäbe es dieses Buch wahrscheinlich so nicht. Wenn ich also nicht etwas zurückgelegt hätte und da reingesteckt hätte, würde diese Recherche kaum an die Öffentlichkeit kommen. Ich wäre euch also sehr dankbar, wenn euch das Thema interessiert, das Buch besorgen würdet, damit diese Informationen auch in die Welt getragen werden. Mehr Infos dazu gibt's hier unterm i und bitte geht in die Buchhandlung und bestellt es dort. Ich habe keinen Vertrieb, das heißt, dass die Buchhandlungen noch ein wenig darauf gestoßen werden müssen. Danke also für jede Unterstützung, die von euch kommt. Es ist ein Thema, an dem mir sehr viel liegt und über die Falschinformationen und Unwahrheiten über die Elektromobilität müssen die Leute unbedingt aufgeklärt werden. Also, umso mehr dieses Buch verbreitet wird, desto besser ist es für die Elektromobilität. Aber für diese ablehnende Haltung gegenüber meinem Buch braucht es keine Verschwörung oder sonst irgendetwas Obskures. Das sind ganz normale Mechanismen und es hat auch mit Wissenschaft vielleicht mehr im Bereich Psychologie oder Soziologie zu tun. Und welche das sind, welche Eigenschaften, welche Phänomene das sind, das kann ich ein wenig nachvollziehen, weil ich selbst auch als Motorjournalist bei Automotor und Sport TV auf Vox gearbeitet habe. Also, für dieses Buch habe ich intensiv recherchiert und ziemlich verblüffende Informationen rund um die Elektromobilität und Tesla zusammengetragen, auf den Punkt gebracht. Hier wird Technologie eingesetzt, um ein großes Problem, den Klimawandel, zumindest abzumildern. Technologie im Einsatz für Ökologie und genau das will wohl kaum jemand in der Autobranche hören. Sinngemäß schrieb mir der Verlag, mit dem ich einen Buchvertrag für dieses Buch hatte. Als Verlag, der große deutsche Autokonzerne zu seinen Kunden zählt, können wir ein Buch, in dem die These vertreten wird, dass Tesla Ökologie und Technologie zusammenbringt, nicht veröffentlichen. Bam! Das saß. Die Diskussion hängte sich dann immer wieder an Fakten auf und dass diese nicht korrekt seien. Und da kommen wir auf das schwierige Terrain von alternativen Fakten, Fake News und so weiter. Aber, und das ist die gute Erkenntnis, am Ende wird da nichts unklar oder man könnte es irgendwie diskutieren. Es bleibt dabei, und da fühle ich mich in meiner Argumentation aus den letzten Jahren absolut bestätigt, Wissenschaft oder nicht Wissenschaft, Wissenschaft oder Erfahrungswissen, also praktische Erfahrung, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Und es zeigt sich eben auch hier wieder, ausschließlich Wissenschaft mit ihren Methoden und Verfahren ist in der Lage, wirklich Klarheit und vor allem Wahrheit zu bringen. Erfahrung ist ja oft anekdotisch, also es sind zusammengetragene einzelne Erzählungen, die nicht unbedingt zur Aufklärung beitragen. Sie können prima dazu beitragen, in diese Richtung zu forschen, aber eben erst die Forschung, die wissenschaftliche, methodische Behandlung kann aufklären und sorgt für Belege oder eben die journalistische, aber gründliche und umfassende Recherche. Und ehrlich gesagt, ich habe diese Faktendiskussion gar nicht verstanden, also mit dem Verlag, bis ich dann einen Motorjournalisten als Lektor engagiert habe. Er steht mit einem Pseudonym im Impressum, weil er Angst hat, mit dem Buch in Verbindung gebracht zu werden. So viel schon mal dazu. Und mit ihm dürfte ich dann die Fakten diskutieren, denn auch er war bei dem einen oder anderen Fakt anderer Meinung. Zwei Beispiele. Beim ersten geht es um den Schwerpunkt eines Fahrzeugs. Dazu muss ich kurz ins Buch gehen, denn da habe ich beim Vergleich zwischen Elektroauto und Verbrenner mal angenommen, das Elektroauto sei die übliche Antriebsart und jetzt sollen Autos mit Verbrennungsmotor eingeführt werden. Naja, bei dieser Betrachtungsweise kommen Verbrenner gar nicht gut weg. Und ein Punkt ist eben der Schwerpunkt. Umso tiefer der nämlich liegt, desto schwerer kann etwas umkippen oder beim Auto sich überschlagen. Und bei Tesla ist das wirklich ein Problem, da die Batterie zwischen den beiden Achsen am tiefsten Punkt des Fahrzeugs, abgesehen von den Rädern, liegt, haben die Fahrzeuge den am tiefsten liegenden Schwerpunkt von allen Pkw. Da ist Physik
halt unabänderlich. Da kann man nicht drüber diskutieren. Der Schwerpunkt ist so niedrig, dass die Fahrzeuge bei den Tests, wo sie sich überschlagen sollten, das einfach nicht tun. Sie kippen nicht um. Bei Verbrennern ist das natürlich anders, da Motor, Getriebe, Tank und so weiter und so fort aufgrund ihres Volumens nicht so tief, jedenfalls nicht komplett so tief im Fahrzeug liegen können, beziehungsweise also nur ein Teil ihres Volumens kann, wenn sie ganz tief montiert sind, da unten liegen. Aber ein Großteil ihres Volumens liegt halt darüber, über den Achsen. Das ist halt Physik. Sprich, grundsätzlich kippen Verbrenner leichter um als Elektroautos. Punkt. Mit meinem Lektor musste ich über dieses Konstruktionsprinzip tatsächlich diskutieren. Das ist aber ein unumstößlicher Fakt. Und ja, vielleicht kippt ein superflacher Bugatti nicht so leicht um wie ein Elektro-SUV. Aber es geht um das Konstruktionsprinzip und nicht um exotische Ausnahmen. Ja, Ausnahmen bestätigen ja auch bekanntlich die Regel. Und dieses Prinzip ist unumstößlich. Fakt. Oder Beispiel 2. Was brennt leichter, ein Verbrenner oder ein Elektroauto? Kleiner Tipp, des Rätsels Lösung ist in der Bezeichnung versteckt. Dazu muss man wissen, dass es bei Tesla tatsächlich ein Brandproblem gab, das ich im Buch ausführlich schildere, nur konnte es inzwischen gelöst werden. Verbrennerfahrzeuge enthalten aber brennbare Flüssigkeiten und das in erheblichen Mengen. Und die geraten halt dann gerne mal zum Beispiel bei einem Unfall in Brand. Da berichtet halt niemand drüber, weil es absolut normal ist. Da wundert sich niemand drüber. Und so brennen Verbrenner halt deutlich öfter. Ehrlicherweise muss man dazu sagen, dass es hier noch keine Studien dazu gibt, aber Statistiken. Und der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft fasst aus den vorliegenden Daten zusammen, dass die Brandlast bei Verbrennern höher ist als bei Elektrofahrzeugen. Durch die Berichterstattung der letzten Jahre hat sich allerdings in der Öffentlichkeit und beim Motorjournalisten das Bild verfestigt, dass Elektroautos öfter brennen. Aber das ist jetzt ganz konkret anekdotisch, weil es immer nur an Einzelfällen aufgehangen wird. Und wenn man das recherchiert und die Daten dazu zusammenträgt, dann zeigt sich ein realistisches Bild. Laut meiner Quelle im Buch brennen Verbrenner übrigens 45 mal öfter auf die gefahrene Strecke gerechnet als Elektrofahrzeuge. Also das hat nichts damit zu tun, dass es mehr Verbrenner gibt als Elektrofahrzeuge. Nein, auf die gefahrene Strecke umgerechnet. Es ist also eigentlich ganz gut verständlich, warum hier zum einen Kollegen aus ihren Erfahrungen schöpfen und Fakten in Zweifel ziehen. Und es ist ja auch die Pflicht von Journalisten und Journalistinnen, ihre Erfahrung dazu zu nutzen, Quellen und Informationen in Frage zu stellen. Wenn sie dann allerdings widerlegt werden, dann sollte man das auch zur Kenntnis nehmen und seine Erfahrung dann dementsprechend korrigieren. Und das ist so ein generelles Problem. Manche Leute neigen dazu, sich festzulegen und dann kein Mühe mehr von ihrem einmal bezogenen Standpunkt abzuweichen. Und genau das ist menschlich und verständlich. Aber es ist nicht professionell. Und das gilt leider bei vielen für das Thema Elektromobilität oder zum Beispiel konkret für den CO2-Rucksack oder die Rohstoffe für die Batterien. Da wird eine Menge Mist verzapft und selbst angesehene Persönlichkeiten lassen sich davon den Karren spannen. Ich habe all diese Themen sorgfältig und ausführlich recherchiert. Es gibt ein umfangreiches Quellenverzeichnis und nichts bleibt im Unklaren oder ich ziehe schräge Vergleiche herbei. Ich freue mich also wirklich riesig, wenn ihr das Buch bestellen würdet, wenn es euch interessiert. Es ist für eine Sache, die mir wirklich sehr am Herzen liegt, die Elektromobilität. Und wer in Berlin oder in der Nähe wohnt, der kann am Samstag den 31.07. ein signiertes Exemplar bekommen auf der ELMOB 2021 auf dem EUREV Campus hier in Berlin. Da geht es rund um die Elektromobilität und Fahrerinnen und Fahrer von Elektroautos stellen ihre Fahrzeuge Interessierten vor. Für euch speziell habe ich hier unter dem Link einen Gratiscode, da bekommt ihr kostenlosen Eintritt. Ich freue mich auf jeden und jede, die oder der kommt. Also bis dann. Bleibt dran.